mein Gott, ich bin so aufgeregt. Heute wird's passieren. Und ich kann's kaum erwarten, dass Sami endlich kommt. Und was, wenn es nur bei diesem einmal bleibt? Ein letztes kleines Abenteuer vor der Ehe mit Yasemin. Keiner wird's checken. Ich muss jetzt los. Ich habe ein wichtiges Meeting bei der Arbeit. Aber vergiss bitte nicht, heute haben wir einen Termin bei meinen Eltern mit dem Kesra. Okay? Aschim, das geht gar nicht. Ricky ist doch im Urlaub. Wie soll das funktionieren? Ich muss doch was heißt das jetzt? Aschim, dass ich die Stellung in der Schnitte halten muss, ne? Sami, darum geht schon. Halt stimmt, ja? Und hier, dazu muss ich noch mit Ali und mit Jem muss ich noch zum Gemüseladen aushelfen. Also kann ein bisschen später werden. Okay, danke, Sami. Danke, Sami. Was für Gemüseladen? Was für Gemüseladen, Abi? Ich habe ein Date, das war ich kann nicht. Ich weiß, Mann, das stimmt doch gar nicht. Wie, das stimmt nicht? Verstehe ich jetzt, warum lügst du die an? Asch. Hochzeit hier, Hochzeit da. Yasemins Eltern quatschen 24 Stunden über die Hochzeit. Unsere Eltern quatschen 24 Stunden über die Hochzeit. Ich kann nicht mehr, Ali. Verstehst du, was ich meine? Der eine möchte 2 Kinder, der andere 3, der andere 4 und der andere sogar 5. Als ob die Kinder machen. Ich mach doch... Verstehst du, mein Kopf pfeift. Ali. Abi, bist sakin, okay? Komm mal runter. Du liebst sie doch, oder? Und du willst das auch alles. Ja, dann... Natürlich liebe ich die alle, aber das Ding ist, guck mal, mit der Hochzeit geht's jetzt nur schnell, weil damals Baba ja die Krankheit hatte. Und jetzt geht's ihm wieder besser, aber wir sind trotzdem im gleichen Tempo. Ich komme nicht mehr mit, mir fehlt die Leichtigkeit. Ich möchte wieder ein entspanntes Leben haben. Ich möchte so ein bisschen meine Freiheit genießen mit der Welt, verstehst du? Das ist das. Ansonsten kann ja Yasem nichts dafür. Abel, Walla, guck mal, ich versteh's, okay? Aber das ist normal, dass du Angst hast, Mann. Du heiratest, okay? Wäre bei mir genauso. Und glaub mir, bei der zweiten wird's besser. Ich geb dir gleich zweiten, Alter. Trink deinen Kaffee. Ja, mein Kaffee ist hier, Abi. Ja. Aber apropos, ich muss noch, also ich hab noch Date und... Was ist das, Abi? Ich muss Haare schneiden, ja, bitte. Ja. Der sitzt jetzt auch. Alles gut? Ja, alles gut. Sami, ich bring deine Kundin schon mal an ihren Platz. Okay. Alles klar. Gut. Das. Okay, hier haben Sie noch eine Zeitschrift. Ah, danke schön. Das ist gut. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Oh, das wäre toll. Gerne schwarz. Okay, mache ich. Willst du einen Kaffee oder irgendwas anderes? Nee, danke. Ich mache gleich selber. Okay. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde Chiaras Blicke und ihren Anblick nicht genießen. Für den Moment ist dann alles ganz unbeschwert und als gäbe es den Hochzeitsstress nicht. Und wenn es nur bei den Blicken bleibt, ist es doch okay. 10 Minuten, dann bin ich wieder da. Wunderbar, bis gleich. Bis gleich. Du bist ja richtig heute in Topform, Alter. Richtig. Ich bin on fire heute. On fire. Deshalb kriegst du einen Kaffee jetzt von mir. Danke. Das liegt aber auch an dir, weil du einfach mich heute auf Touren bringst, weil du die Dinge so schnell machst und dabei halt auch einfach so gut aussiehst. Ja, ich und gut aussehen, das ich sehe gar nicht gut aus. Deine Kette sieht nicht gut, sondern schön aus. Ist mir aufgefallen heute. Dankeschön. Die hat meine Tante mir geschenkt aus Italien. Das ist ein Gornicello gegen das böse Auge. Gornicello? Gornicello. Wir haben ja dieses Nasalwonen, kennst du das? Ja. Das ist lustig, weil ich glaube, deswegen matchen wir auch so und schaffen uns den Laden so gut zu zweit zu schmeißen, weil unsere Kulturen einfach ähnlich sind und dieses Traditionelle und so, weißt du? Mhm. Stimmt. Ja. Das stimmt. Wie laufen eigentlich die Hochzeitsvorbereitungen? Ja, darüber habe ich jetzt gar keinen Bock zu quatschen. Heute will ich einfach nur arbeiten. Ich habe heute einfach Bock zu arbeiten. Fokus auf der Arbeit? Yes. Okay. Aber denk immer dran, mein Angebot steht. Wie meinst du das? Na, dass du immer mit mir reden kannst, wenn was ist. Das war's. Ach so. Ja. Zufrieden? Abi, Elena Salk, ja, mashallah, danke schön. Ey, das ist so geil, so einen Bruder zu haben und dann noch so einen geilen Friseur, ja, wie du.
So, ne? Jetzt mit dem hier knackst jede Frau alle. Schwör's doch, ja? Nächste Abend. So, ja, so. Feierabend. Hast du Bock mit mir und Jem noch was trinken zu gehen oder musst du in den Gemüseladen, hä? Ja, hast du kalte Füße? Du hast auch ein Date gleich. Oder was geht bei dir ab? Willst du mich verarschen, aber ich schon kalte Füße? Ich weiß doch genau, welche Knöpfe ich drücken muss bei einer Frau, das weißt du doch. Und welche sind das? Schau mal. Hier ist der Gentleman-Knopf. Und hier ist der Macho-Knopf. Und dann noch so ein schöner Spruch und voilà. Amore. Du gehst heute Nacht alleine schlafen. Wow. Kann jemand ein bisschen zu netter zu mir sein? Ist doch nur deine Azubine, Alter. Ja, nur. Du bist genauso alt wie ich. Werd nicht frech. Ich bin nicht frech. Aber ich habe eine Frage. Auf was stehst du denn so, hä? Ich stehe drauf, wenn ein Mann gar nicht viel redet, keine Sprüche, kein Macho, kein Gentleman, sondern wenn er dich mit den Augen auszieht, wenn Blickkontakt reicht, um das auszudrücken, was er eigentlich fühlt. Und wenn er sich dann einfach nimmt, was er will. Das ist gut. Ali? Was denn, Mann? Geht's dir gut? Guten Morgen. Geht's Bombe, hä? Was ist das für eine Frage? Gut. Okay. Ja gut, dann können wir auch Feierabend machen. Wir laufen ja sowieso in dieselbe Richtung. Ja. Warte, Sami. Ja. Wegen Feierabend. Wir müssen den Laden später ja noch mal aufmachen. Wieso? Na, weil dieser Showbiz-Kunde noch mal zum Nachschneiden kommen wollte. Weil er deine Behandlung so gut fand. Ja. Stimmt. Ich bin dann auch da. Ich gehe dir dann zur Hand. Dann muss ich ja wieder. Komm. Du musst ja dann wieder kommen. Stimmt, okay. Genau. Alles klar. Okay, Ali, ich hole kurz mein Helm und dann komme ich, ja? Alter, was habe ich da gerade gesagt? Ich werde hier sein? Und dann? Was Chiara von mir will, war doch mehr als eindeutig. Aber gerade kann ich einfach nicht mehr klar denken. Die macht mich irre. Ey, ich hoffe, mein Date gleich ist nicht nur so hübsch auf den Bildern, sondern hat auch noch so Humor, bitte. So wie hier, wie diese Chiara da, Mann, in der Schnitte. Ja. Junge, die ist ja, wie kannst du von der die Finger lassen? Wie geht das? Ganz normal, ne? So. Sei mir ehrlich, bummst du die? Was für ein Bumsen, Alter. Was erzählst du mir da, Alter? Ich bin verlobt. Ich liebe Yasemin, Mann. Aber heute Morgen fandst du das noch nicht so cool alles. Sei mal ehrlich. Bumst du die? Alle. Chiara ist nicht mehr mein Ding. Weißt du, wie alt sie ist? Aber das Alter ist doch egal. Die ist hot. Alter, hast du mal diese roten Haare, ey, wie so eine Chilischote. Kann sein, aber trotzdem ist sie meine Azubine. Trotzdem passt es. Sami werden die Augen rausfallen, wenn er mich sieht. Und dann wird er mir die Klamotten vom Leib reißen und ich krieg, was ich will. Ja? Warum kommst du zurück? Keine Ahnung, ich hielt's für angemessen. Wie sieh ich aus? Siehst du, oder? Ich hab irgendwas vergessen. Ich hab nichts in meinen Kalender eingetragen. Gehen wir feiern oder so? Also, ich hab's vergessen. Nein, aber ich feiere, dass ich heute mit Sami schlafe und wir unseren Spaß haben. Der war gut. Jetzt mal ehrlich, warum? Ich meine das ernst. Erklärung? Ich dachte, das ist aus deinem Kopf schon wieder so... Ich dachte, es ist aussichtslos mit Sami. Und ja! Dass es, weißt, keinen Sinn macht und so, aber... Macht's auch nicht. Wir haben uns geküsst. Guck mich mal an, bitte. Sei mal ehrlich. Sei mal jetzt ganz ehrlich, okay? Okay. Vom Bruder zu Bruder. Was läuft da? Habt ihr irgendwas? Ja, wir haben nichts, aber wir flirten so ein bisschen. Weißt du, so... Ich wusste es. Ja, auf chilling so, Mann, Alter. Ich kenn dich, ja. Aber alles schön und gut, okay? Ja. Aber du musst echt aufpassen, Mann. Stell dir mal vor, so während des Flirtens, okay? Mhm. Oder was auch immer ihr macht, will ich auch gar nicht wissen. Ja. Kommt Yasemin auf einmal rein. Junge, weißt du, was dann abgeht? Die reißt sie den Arsch auf. Ihr Vater reißt sie den Arsch auf. Unsere Eltern reißen sie den Arsch auf.
Und du willst doch diesen bombastischen Hintern bestimmt behalten, oder? Ja, okay, Mann, du hast recht. Ich pass auf. Aber der Vater hat dir Geld gegeben, okay? Geld spielt auch noch mal eine Rolle. Ja. Ich hab ja nicht gesagt, du sollst nichts machen. Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Er hat mir erzählt, wie scheiße gerade alles mit Jasmin ist, dass er voll unter Druck gesetzt ist, dass die Hochzeit ihn nervt und dass Jasmin ihn abfuckt. Also das heißt, deren Beziehung ist auch noch sowieso scheiße. Das heißt, es gibt nichts, was ich kaputt machen kann. Nein. Ich hab einfach gesagt, du sollst aufpassen, okay? Stimmt, Mann, Alter. Dann noch die... Damit riskiere ich auch meine Anteile, ne? Ist ja Logo. Natürlich. Ich werde aufpassen, Digi. Tamam? Bitte, Abel. Ich habe keinen Bock auf Stress. Okay? Alles gut. Jetzt machen wir mal ein anderes Thema. Zeig mal hier die Dame, die glückliche Dame heute, wie du sehen willst. Mein Tja, du musst ausrasten. Ali hat in allem recht. Es wäre dumm von mir, das alles aufs Spiel zu setzen. Aber trotzdem muss ich irgendwie die ganze Zeit an Chiara denken. Und willst du jetzt irgendwie heiraten, Kinder kriegen, die Beziehung von denen einfach zerstören und sagen, tschüss, Jasmin? Lin, ich will das Gegenteil. Nur mit ihm schlafen. Das ist genauso schlimm. Siehst du, was dein One-Night-Stand mit einer Beziehung anrichten kann? An mir? Okay, soll ich dir mal erklären, wo der Unterschied ist? Weder Jasmin noch Sami jucken mich. Ich habe keine Relation zu denen. Das ist Samis Verantwortung, er ist ein erwachsener Mensch. Und wenn er diesen Fehler begehen will, für sich... Bitte, ich habe damit nichts zu tun. Und außerdem, dich liebe ich, das ist was anderes. Verstehst du? Bei ihr hat sie sich einen falschen Mann ausgesucht. Pech für sie. Du bist echt ein Arschloch. Ja. Wenigstens siehst du gut aus. Oh mein Gott, danke, hast du das ernst gemeint? Ja. Komm jetzt, oder okay. Willst du dich noch... Ich... Schön noch. Danke. Scheiße, was mache ich hier? Ich weiß, es ist verdammt falsch, aber es ist, als wäre mein Hirn gerade ausgeschaltet. Chiaras Flirtereien machen mich einfach verrückt. Eine Nachricht von Chiara. Hey, der Kunde ist da und wartet schon ungeduldig, sehr ungeduldig. Wo steckst du? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Heute wird's passieren. Und ich kann's kaum erwarten, dass Sami endlich kommt. Und was, wenn es nur bei diesem einmal bleibt? Ein letztes kleines Abenteuer vor der Ehe mit Jasmin. Keiner wird's checken. Geschmissen. Wieso das denn jetzt? Dafür brauchst du nicht weinen. Sami, bist du wirklich mit der Hochzeit? Aber ich glaube, natürlich. Was ist das für eine Frage? Natürlich will ich heiraten. Sami, liebst du mich? Aber ich glaube, natürlich liebe ich dich. Wie kommst du darauf so rein? Was ist das für Fragen? Ich verstehe das gerade nicht. Ich habe in der letzten Zeit nur das Gefühl, dass du daran kein Interesse mehr hast. Aschka. Guck mal, hör mir mal zu. Ich hatte wirklich auf der Arbeit viele Kunden. Ich muss ja viel arbeiten. Ich möchte auch keinen enttäuschen. Und dazu, guck mal, ich habe mich ready gemacht. Guck mal, mein Seidenhemd, wie fresh das aussieht. Damit wir noch beide zum Test essen können. Und weil ich weiß, dass es wichtig für dich ist, für uns ist. Wirklich? Warum? Jemin in der Mehr? Komm mal her. Oh Mann, wo steckt Sami? Wieso lässt er mich so warten? Ja, ich liebe Jasmin.
Sonst würde ich ja mich gerade nicht so verdammt schuldig fühlen. Gleichzeitig fühle ich mich beschissen, weil ich dabei bin, meine Freiheit für immer aufzugeben. Aber ich kann wohl einfach nicht beides haben. Wow, geht's noch? Erst drückt er mich weg und jetzt macht er einfach dreist sein Handy aus? Was für ein Arschloch. Ist das deiner? Wonach sieht's aus? Ich will nie wieder sowas sehen. Wieso ist Sami denn jetzt so drauf? Habe ich mir das nur eingebildet, dass er geil auf mich war und sich gestern mit mir treffen wollte? Was machst du da, Frank? Der wühlt einfach in meinen Sachen rum. Ich glaube, der hat irgendwas gesucht. Ich habe sie aufgeräumt, weil ich will mich ein bisschen nützlich machen, weil ich wohne ja umsonst hier. Also. Ah. Man macht sich mal einer nützlich, der hier umsonst wohnt. Ja. Ich hab dich durchschaut. Was hast du durchschaut? Ich seh hier, was du vorhast. Wenn meine Frau schwanger ist, das riecht man auch gleich. Das spürt man, das hat man als jetzt Mann so mehr Gefühl. Jetzt wird's komisch. Guck, vielleicht haben wir in 9 Monaten echt schon ein Haus. Baby. Ja. Alles ist aus.